Und damit herzlich willkommen zurück zu Scene Talk und wir reden heute wieder über einen Horrorfilm, aber Found Footage diesmal, nämlich über einen YouTuber, der sich in ein Geisterhaus verirrt, nämlich in Deadstream. Und wie ich den Film fand, verrate ich euch nach dem Trailer. Leute, hier ist Sean Ruddy. Ich befinde mich jetzt live vor dem Landhaus des Todes, Death Manor. Seit 7 Jahren schon stelle ich mich meinen intimsten Ängsten, und zwar zu eurer Bespaßung. Einer letzten Angst habe ich noch nicht ins Auge geblickt. Ich werde vollkommen allein eine Nacht in einem Geisterhaus verbringen. Vergesst nicht, den Like-Button zu zerdeppern, klickt auf Subscribe und folgt mir auf Livid. Das hier ist das spukigste Spukhaus in den Vereinigten Staaten. Heute Nacht werden wir 3 Zimmer überprüfen. Bei allen 3 gibt es Belege für echte paranormale Aktivitäten. Ich hoffe, dass ihr meine Dienste für die Öffentlichkeit zu schätzen wisst. Gehst du noch mit? Wie heißt sie gleich? Nein, Mann, wir sind jetzt hier. Ach, komm schon, was für ein blöder Fake. Glaubt ihr etwa, ich falle auf euch Photoshop-Hacker rein? Ziemlich unheimlich, oder nicht? Ich darf nicht in Versuchung kommen, einfach abzuhauen. Wer ist das? Das scheint irgendein Ritual zu sein. Sind wir im Begriff, das Geheimnis dieses Hauses zu lüften? Ich will nicht, dass man mich als absoluten Nipp in Erinnerung nimmt. Hilf mir noch einer, bitte! Sean, ich will dir jemanden vorstellen. Deadstream erzählt die Geschichte von Sean Ruddy. Er ist ein Internetstreamer auf Twitch, auf YouTube und so weiter. Und er lässt seine Community quasi immer darüber abstimmen, was er eigentlich als nächstes für Bullshit bauen kann. Man kennt es in Deutschland, da gibt es natürlich auch so Vollidioten wie ApoRed, die irgendwelche Bullshit-Sachen machen, wie zum Beispiel sich einschließen in einem Kaufhaus oder in einem McDonald's oder einen Bombenprank versuchen. Und das ist einfach absolut idiotisch und so ähnlich ist er auch. Und er lässt sich daraufhin von der Community dazu aufraffen, in ein echtes Geisterhaus zu gehen. Und er glaubt nicht an Geister, denkt, das ist alles Bullshit und überträgt natürlich auch die Nacht in diesem Geisterhaus per Livestream, muss dann aber sehr schnell feststellen, da gibt es ja wirklich Geister in diesem Haus. Und das ist im Grunde die Geschichte in Deadstream. Ich habe ihn auch schon vor rund 1 Jahr gesehen. Denn damals lief der auch in Deutschland auf dem Fantasy Filmfest. Das ist übrigens eines der besten Filmfeste in Deutschland. Also wenn ihr da unbedingt mal hin wollt, da zeigen sie Horrorfilme, Drama, Thrillen, alles Mögliche, möglichst crazy, blutig und durchgeknallt, dann geht da mal hin. Was aber ein Problem ist, denn Deadstream war jetzt keine große Überraschung und auch wirklich nicht sonderlich gut. Denn den Protagonisten, den Sean Ruddy, den findet man die ganze Zeit eigentlich nicht angenehm, weil er auch irgendwelche komischen Parolen raushaut in Richtung Trump und so weiter und so fort, so pro rechts. Und da dachte ich auch immer so, muss das sein? Er gibt sich immer wieder als den Geilsten, obwohl er gerade in einer Situation ist, in der er eigentlich tot sein müsste. Und es macht auch vom Skript her eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, dass er immer wieder sagt, ja, da ist jetzt ein Geist und gleich macht er mich platt, scheiß drauf, ich muss weiter streamen, weil die Community braucht das. Und das macht keinen Sinn. Jeder normale Mensch würde sofort sagen, fuck auf den Stream, ich hau hier ab. Also, ne, also irgendwann tut er es im Film natürlich auch oder versucht es, versucht sich dann aber immer wieder aufzuraffen, weiter für den Stream da zu sein. Und das geht mir halt nicht in den Kopf, weil wenn da ein Geist ist, der dir gerade wirklich den großen Zeh in die Nase schiebt, dann im wahrsten Sinne des Wortes, das passiert im Film, dann denke ich mir, ja, dann hau ich doch ab. Also, was ist das denn für eine Idiotie? Und das ist leider eines der größten Probleme von Deadstream, dass man gar nicht nachvollziehen kann, was hier eigentlich passiert. Die ganzen Motivationen der Protagonisten sind idiotisch, alles ist Quatsch. Und dann ist der Film auch leider überhaupt nicht gruselig, weil er nicht weiß, ob er jetzt ein Horrorfilm oder eine Komödie sein soll. Der pendelt zwischen den beiden Sachen so wild hin und her, dass er nichts von beiden ist. Es gibt ja gute Horrorkomödien wie ein Shaun of the Dead und ein Tucker and Dale vs. Evil. Die zeigen, dass man Horror mit Comedy sehr, sehr gut mixen kann und das auch richtig viel Spaß macht. Aber der findet
keine richtige Balance zwischen den beiden. Und so fühlt sich Deadstream zäh an, langweilig. Dieses Found-Footage-Ding wird nicht wirklich aufgebraucht oder beziehungsweise benutzt. Wirklich blutig wird das Ganze auch nie. Und so ist das eher so ein wirklich unterdurchschnittlicher beziehungsweise schon deutlich unter Mittelmaß angesiedelter Film, den ich ehrlich gesagt gar nicht wirklich brauche. Und von vielen Kollegen von mir, die bewerten den Film viel besser als ich, die hatten da offenbar auch wirklich viel mehr Spaß, ich konnte dem Ganzen gar nichts abgewinnen. Deswegen kriegt Deadstream von mir jetzt 4 von 10 möglichen Punkten. Für mich war es, wie gesagt, leider gar nichts. Schreibt es bitte in die Kommentare, wenn ihr ihn schon gesehen habt. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Kritik. Bis dahin, tschüss, haut rein und tschüss.